nutze die Gelegenheit, da ich sowieso hier bin, ein paar Wörter zu sagen, obwohl ich diese Konzertreihe auch organisiere. Das ist, glaube ich, nur das zweite Mal, dass ein Stück von mir gespielt wird. Es ist nicht so, dass ich immer Stücke von mir auf dem Programm habe. Der Titel des Stückes ist 57 and 65, Studies for the Left Hand. Das ist ein Geburtstagsstück. Ich habe das für meinen damaligen Lehrer Michael Finnissy geschrieben, dass er 65 wurde. Vor zwei Jahren. Also sollte eigentlich 65 Studien sein. Ganz einfach. 57 war auch dann für mich auch ein guter Punkt, um aufzuhören, weil für diejenigen, die mich kennen, Anton Reich, ich bin Anton Reiche, also ich habe mich als Musikwissenschaftler sehr intensiv mit Anton Reich auseinandergesetzt und insbesondere auch die 57, also das große Stück La Reverie, 57 Variationen an einem Thema. Und es war auch für mich eine sehr schöne und passende Anhaltspunkt, 57. Ich werde auch gleich blättern, und leider, weil er alles mit der linken Hand spielt, muss ich hier vor ihm stehen. Tut mir leid. Ich dachte aber, ich lese einmal den Vorwort vor, weil es erklärt, glaube ich, dann ein bisschen, worum es hier geht. Ja, das ist leider auf Englisch, für alle, die Schwierigkeiten mit Englisch haben, tut mir leid. The designation as fast as possible applies to the entire work. This is not so much a tempo indication as it is an organizational principle. The entire piece, as written, is to be played as quickly as possible, meaning the performer is always to move as quickly as possible from one note or attack to the next, so that the rhythmic or durational language of the piece is determined by the speed with which the performer can move from one note or chord to the next. So, for example, five adjacent notes played stepwise in succession, marked legato, would almost invariably be faster than the same five notes marked staccato. Fermatas present the only exception to this rule. It is therefore extremely important that all dynamics, articulations, phrasing, pedaling, and fingerings as written, are strictly observed. That said, the performer is accorded a great degree of freedom and or responsibility to choose how to play the piece. Playing one gesture or succession of notes as fast as possible in one way may mean that the performer cannot play the preceding or following notes as quickly as he might otherwise have been able to. Further, it is the performer's sole responsibility to find the balance between maximum speed and accuracy. There is then no hypothetical ideal to strive for, rather a series of lines in the sand to be determined by the performer. This is not to be understood as some kind of invitation to obsessive self-betterment. The fastest performance may not necessarily yield the most faithful interpretation. Rather, the aim is to explore situations in which, and to what extent, our capacities themselves and the territory at the extremes of those capacities might be approached in such a way as to invite reevaluation of the way in which we perceive capacity or ability as value. Naja, also mehr dazu sage ich nicht. Thank you.
Thank you.